hier, Leben Wrestling. Hallo, hallo, hallo. Alex hier heute mit Raw vom 25. Oktober in 2 Minuten. Let's go! Nach dem allseits beliebten Wer will der nächste Champion werden Auftaktsegment, an dessen Ende Sonya Deville ein Number One Contender Leitermatch zwischen Seth Rollins, Rey Mysterio, Finn Balor und Kevin Owens ansetzt, empfehlen sich die Dirty Dogs dank der Mithilfe von Omos für höhere Aufgaben, indem sie einen Sieg über die Alpha Academy und die Street Profits einfahren. Becky Lynch diskreditiert in bester Heel-Manier mal die komplette Frauendivision, sieht sich dann aber mit Bianca Belair konfrontiert, die aus ihr doch noch einen weiteren Title-Shot herauskitzelt oder besser gesagt mit einem Kendo-Stick aus ihr herausprügelt. Damian Priest und Mr. Tiba haben ein nettes kleines Big-Boy-Match, das endet, als letzterer dem US-Champion einen in dieser Darreichungsform recht unbequemen Bürostuhl entgegenwirft. Du, der zerdrischten Stuhl auf deinem Rücken. Jetzt habe ich das Kribbeln im Rücken. Du, ich bin stabiler als das Ding. Der legt bei Priest einen Schalter um und er zerlegt Tiba auf eine Art, die einen bevorstehenden Heel-Turn oder zumindest eine Neuausrichtung seines Charakters erahnen lässt. Unser allerliebste Schleichkatze Keith Bearcat Lee squasht in wenigen Minuten in Cedric Alexander, das erste Mitglied des Hurt Business. Es hat zumindest den Anschein, es würde dem in Kürze auch Shelton Benjamin folgen und daher lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und prognostiziere, dass an gleicher Stelle nächste Woche eine Fehde mit Bobby Lashley initiiert wird. Nachdem sie schon ein anstrengendes Match in den Knochen haben, dürfen die Dirty Dogs ihre Chance auf die Raw Tag Team Championships noch heute Nacht wahrnehmen. Nach einem guten Match räumt Riddle mit dem finalen Hot Tag auf, Root und Randy eliminieren sich im obligatorischen Move-Abtausch aus der Gleichung und im finalen Austausch von Roll-Up-Versuchen mit Ziggy Ziggler hat Riddle dann das bessere Ende für sich. Die letzten 25 Minuten gehören einem fast schon erwartbar guten Leitermatch. Wir beginnen schon früh mit den spürbar harten Spots, bekommen auch ein paar Spots, die ich noch nicht gesehen habe. Rey nutzt zum Beispiel eine Leiter für eine seiner Seated Sentons. Zum Dank zeigt KO wenig später, dass er das mit dem Leitermatch nicht ganz so genau nimmt und befördert Rey durch einen Tisch. Auf dem Weg die Leiter nach oben wird er von Rollins abgefangen und durch eine weitere praktisch platzierte Leiter gebackbodydroppt. Der holt dann auch noch Finn von der Leiter und räumt sich mit einem Stomp endgültig den Weg zu einem Match gegen Big E frei. Und das war Raw in 2 Minuten. Das waren doch mal halbwegs unterhaltsame 3 Stunden. Na klar hätte es ein weiteres Aufeinandertreffen von Liv Morgan und Carmella nicht wirklich gebraucht und auch Selinas schmutziger Sieg über Doudrop war mehr Filler als Killer. Aber im Großen und Ganzen haben sich hier schon ein paar Geschichten in die richtige Richtung bewegt. Dass Priest seine gute Laune ablegt, bevor sie sich überlebt hat, empfinde ich als für WWE-Verhältnisse erfrischend ungewöhnlich. Und Seth als neuer Herausforderer macht auch einigermaßen Sinn, weil er ja schon das letzte halbe Jahr um die Universal-Titelszene herumgeschwirrt ist. Dass Becky und Bianca noch ein Blow-Off-Match bekommen, geht auch in Ordnung und zum Abschluss kann ich auch noch erzählen, dass Austin Theory seine Siegesserie gegen Dominik ausgebaut hat, was mich auf eine kurze Fehde mit der gesamten Familie schließen lässt. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, ihr wisst Bescheid. Liken, Abo dalassen und seid nett zueinander, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Seth als neuem Herausforderer haltet und schaut außerdem beim Podcast-Kanal für die volle Review vorbei. Wir hören uns dann am Samstag wieder zu SmackDown. Bis dahin, macht's gut!